Eine dichte Rauchwolke stand heute Vormittag über einer metallveredelnden Firma in Iserlohn-Östrich. Anwohner hatten den Rauch entdeckt. Die sehr schnell eingetroffene Berufsfeuerwehr Iserlohn stellte schnell einen massiven Kellerbrand fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Galvanik brennt, wurde sofort die Freiwillige Feuerwehr Östrich, Untergrüne, Lössel und noch Stübbeke nachalarmiert. Durch die Fenster konnte der Brand im Keller schließlich gelöscht werden. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung und der beißenden Dämpfe war an ein Betreten der Kellerräume nicht zu denken. Die Feuerwehr hat es aber schließlich geschafft, allein durch den Löschangriff von außen zumindest den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Bei der Sichtkontrolle der Brandstelle fanden die Brandschützer dann einen beschädigten Salzsäurebehälter vor. Heute ist es in einem Galvanikbetrieb in Iserlohn zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte von der Feuerwehr von außen mit einem C-Rohr gelöscht werden. Wir wissen zurzeit noch nicht, was gebrannt hat, weil wir noch keinen gefahrlosen Zugang zu der Firma haben. Es ist ungefähr ein Kubikmeter Salzsäure ausgelaufen. Diese Salzsäure befindet sich in einem sicheren Behältnis im Firmengelände selber. Das muss jetzt von der Firma abgepumpt werden. Erst dann können wir gefahrlos die Firma betreten, um herauszufinden, was die Brandursache an dieser Stelle war.